Guten Morgen an Tag 3 bei der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Unser nächster Vortrag wird sich um saubere Luft drehen. Ein Thema, was während der Pandemie in vielen Klassenzimmern und Büroräumen in aller Munde war und letztlich in der Umsetzung oft nicht befriedigend verlaufen ist. Sebastian, unser nächster vortragender Speaker, hat sich damit beschäftigt, wie man das vielleicht selbst angehen, lösen, vermessen und erforschen kann und möchte uns heute seine Ergebnisse vorstellen und ein paar coole Luftfilter zeigen. Danke, dass du hier bist und sprichst und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Vortrag. Während des Vortrags im Raum ist Maskenpflicht und wenn ihr zwischendrin den Raum verlasst, tut das bitte leise und sorgfältig, sodass alle den Vortrag genießen können. Dankeschön und viel Spaß. Ist das natürlich ein Thema, was gerade zur Pandemie ganz interessant geworden ist. Aber auch darüber hinaus werden die Personen, die halt unter Pollen leiden oder ansonsten auch Probleme mit Feinstaub haben, die einen 3D-Drucker besitzen oder womöglich nachher noch zum Lötworkshop gehen, ein besonderes Interesse daran haben, wie man dafür sorgen kann, die Luft wieder etwas reiner zu machen. Also löten ist ein wunderbares Beispiel, mit dem man alles das hier ausmessen kann. Ich habe nachher meinen Test mit 5 cm Lötzinn durchgeführt und habe damit meinen wunderschönen Luftsensor schon immer fast bis an Anschlag gebracht. Also bitte löten nur mit Luftfiltern. Gut, es geht hier insbesondere darum, wie wir einen Luftfilter oder mehrere Luftfilter bauen können. Und zwar auf eine Art und Weise, dass wir den so verändern können, wie wir wollen. Zwar mit ein paar Einschränkungen, aber grundsätzlich basiert es auf einem parametrischen Modell, das man dem 3D-Drucker geben kann und es an den eigenen Anforderungen anpassen kann. Ich werde darüber sprechen, wie man dann halt auch geeignete Kombinationen auswählen kann, was womöglich zum Einsatz in Schulen und Schulklassen interessant wäre. Ja, und dann auch nochmal die Überprüfung, ob das, was wir hier tatsächlich aufbauen können, überhaupt etwas bringt. Gut, dann fangen wir mal an. Zur aktuellen Zeit wird ja immer wieder darüber diskutiert, bringt es überhaupt etwas, Luftreiniger in Schulklassen beispielsweise aufzustellen? Tja, und da gab es natürlich eine Menge Forschungsarbeiten. Ich möchte einfach zwei davon vorstellen. Einmal hier von Gettings in den USA über fast 1500 Schulen, wo einfach verglichen wurde, was wurde in verschiedenen Schulen eingesetzt, welche Richtlinien gab es und wie hat sich das auf die Inzidenz ausgewirkt. Und man hat festgestellt, wenn halt in der Schule einfach vorgegeben wurde, macht bitte Tür- und Fensterlüftung, dann ist die Inzidenz zu anderen Bereichen um 35% runtergegangen, mussten Lehrende gebeten, Masken zu tragen, 37% runter, Masken und Lüftung, 39% weniger, aber wurden sogar mobile Luftfilter eingesetzt, ist die Inzidenz in dem Bereich in den Schulen um 48% gesunken. Das hört sich jetzt vielleicht noch nicht mal nach so viel an, aber man sollte dabei daran denken, Kinder befinden sich nicht nur in den Schulen, sondern das ist nur ein Teil des Tages. Den restlichen Tag erleben sie auch alles andere. Das heißt, wenn sogar schon in diese Aktion in der Schule eine Halbierung durchführen können, ist das eigentlich offensichtlich, welchen wichtigen Aspekt die Schulen haben, darum, dass man halt solche Infektionen vermeiden möchte. Und erst recht, wie diese Intervention, Nutzung von Luftreinigern, Masken und ähnlichen Maßnahmen, dass die wirklich echt was dazu beitragen können. In dem Paper wurde auch erwähnt, natürlich, wenn Schülerinnen und Schüler auch Masken tragen, bringt auch etwas. Das wurde aber, die Ergebnisse waren nicht so genau darstellbar. Man muss auch sagen, es wurde da nicht unterschieden, wie wurde da Luftreinigung betrieben. Es ist erstmal nur ganz allgemein darüber, ob diese Methoden etwas bringen. Etwas genauer, quantitativer betrachtet, hat Scotius und einige weitere in einem Experiment mit handelsüblichen Luftfiltern der Firma Philips Model 2887/10. Das sind so, einfach so Luftfilter, die man herumrollen kann. Und die haben Tests gemacht, indem sie 3 Stück davon aufgebaut haben, um damit einen Luftaustausch von 770 Kubikmeter pro Stunde zu erreichen. Mal so als Größenordnung, Klassenzimmer hat, rechnet man so 250 Kubikmeter. Das heißt, die haben dort einen Austausch von 3 bis 5, glaube ich, gehabt pro Stunde. Und da
haben Sie schon festgestellt, das ist schon ein bisschen lauter, aber mit 48 Dezibel, das finde ich gar nicht so wenig. Trotzdem konnten Sie aber feststellen, dass die Chance, sich zu infizieren, sich beim Einsatz solcher mobilen Luftfilter auf ein Sechstel reduziert hat, sogar unabhängig von allen anderen Möglichkeiten, die man durchführen kann. Verglichen auch dazu haben sie natürlich mal getestet, wie viel wirkt die Fensteröffnung dafür, wie stark können wir da merken, wie halt Feinstaub verringert wird, und das ist ein Bruchteil dagegen. Das heißt, so eine kontinuierliche Luftreinigung ist eigentlich effizienter, wenn es darum geht, die Luft freizuhalten. Kurz eine Sache noch natürlich speziell, solche Viren sind natürlich viel, viel kleiner als das, was eigentlich gefiltert wird durch solche Geräte, aber die Viren werden transportiert durch Aerosole, durch Wassertröpfchen, wo sie halt mit drinstecken, und die werden gefiltert und dementsprechend werden auch die auch zurückgehalten. Nur Wort der Warnung, ich bin kein Bauingenieur, ich bin kein Hygienetechniker. So gesehen, ich kann zu den ganzen Sachen fachlich nicht sehr viel sagen, aber ich kann wissenschaftliche Literatur lesen und ich kann mich damit beschäftigen, wie man etwas programmieren kann, wie man etwas aufbauen kann, was womöglich auch die ähnlichen Leistungsmerkmale hat und hoffentlich hier einige Ideen geben, wie man daraus auch noch weiteres machen kann. Aber fassen wir mal zusammen, was ist der Stand der Forschung? Sollte nicht viel verwundern. Luftfilter bieten einen verbesserten Schutz. Die Geräuschentwicklung ist ein wichtiges Thema und nicht zuletzt, wenn man solche Geräte verteilt, dann bringt das natürlich auch einiges mehr, weil der Geräuschfaktor, das wird verteilt im Raum und natürlich auch an verschiedenen Stellen wird gefiltert. Aktuell, während ich hier den Vortrag halte, laufen hier schon gleich mehrere meiner Luftfilter. Also ich bin momentan hier in einer Blase etwas gereinigter Luft gegenüber allen anderen, aber das geschieht natürlich hier zu Demonstrationszwecken. Ganz grundsätzlich, wie kann man denn vorgehen in der Luftreinigung? Was haben wir dort für grundsätzliche Methoden, die wir anwenden können? Einmal, und wirklich die allerbeste, ist der Luftaustausch. Das ist gar keine Frage. Entweder man macht es manuell durch Fenster öffnen. Da ist das Problem, man kann die Fenster womöglich nicht andauernd offen halten. Und wie bekommt man die Luft dazu, auch sich tatsächlich auszutauschen? Oder, und das ist das allerbeste, fest installierte Anlagen, wie es hier auch im Raum gibt, die kontinuierlich die Luft austauschen und idealerweise auch einen Austausch mit draußen machen. Also filtern ist immer nur die zweitbeste Wahl. Wenn wir es nach draußen transportieren können, dort diffundiert das alles, fällt runter. Wenn man Frischluft reinkriegt, das ist im Grunde genommen das allerbeste. Natürlich, nachträglich einzubauen in Schulen oder andere Gebäude ist schwierig. Wir sollten uns eher dafür einsetzen, dass für neu gebaute Räume, wo viele Personen sich aufhalten, immer auch die Lufthygiene mitgedacht wird und von vornherein mit eingebaut wird. Aus vielerlei Gründen. Einmal, dass die Luft besser ist, dass man auch einfach die Heizwirkung besser machen kann durch Wärmetauscher. Da gibt es so viele gute Gründe dafür. Und naja, es wird immer wieder kommen. Wir werden immer neue Krankheiten und Viren erleben. Das reduziert die Problematik natürlich sehr. Ja, das Zweite, was wir tun können, ist, dass wir Filter verwenden. Speziell Luftfilter in dem Sinne von HEPA-Filtern. Das ist schon die höchste Klasse. High Efficiency Particulate Air Filter. Es gibt eine Menge Klassen darunter, aber ja, wenn man halt wirklich so die höchste Klasse erreichen will, dann ist man bei diesen HEPA-Filtern. Tatsächlich sagen auch viele, man muss gar nicht so hoch gehen, denn je mehr man filtert, desto lauter wird es natürlich auch, weil der Luftwiderstand sich natürlich erhöht, je stärker man versucht zu filtern. Ja, wenn man solche Filter benutzt, hat das natürlich auch Nachteile. Man muss sie wechseln. Glücklicherweise sind solche Filter nicht ganz so teuer. Trotzdem ist das halt etwas, da muss man darauf achten, dass man die regelmäßig austauscht, je nachdem, wie stark sie in Benutzung sind. Aber generell verglichen mit einigen anderen Methoden sind solche Filter natürlich wirklich ziemlich unproblematisch. Wir wissen, wie man sowas baut, wo man es bestellt. Das ist ein gelöstes Problem. Zwei andere Methoden, die auch ihre Vor- und Nachteile haben, ist beispielsweise der Einsatz von UV-Filtern. Gefiltert wird da eigentlich weniger, sondern der Luftstrom wird energetischer Strahlung ausgesetzt, wodurch ja, Viren effektiv eliminiert werden. Problem dabei ist natürlich, das ist sehr intensive Strahlung und wenn man das die Haut zum Beispiel dieser Strahlung aussetzt oder noch schlimmer die Augen, dann nimmt das kein gutes Ende. Das heißt, für alles das, was man selbst bauen will, sollte man besser nicht UV-Filter verwenden. Aber im professionellen Einsatz haben diese Filter, die UV-Strahlung benutzen, einen riesigen Vorteil. Weil sie weniger Luftwiderstand haben, können sie mehr Luft mit weniger Krach reinigen vor gefährlichen Bestandteilen. So gesehen,
in professionellen Anlagen sind solche UV-Filter wirklich sinnvoll. Eine weitere Möglichkeit ist die Ionisation mit Elektrizität und hohen Spannungen. Auch das soll gut funktionieren. Was aber dabei auch gleichzeitig fast unvermeidlich passiert, ist, dass dabei auch Ozon entsteht, weil man auch dort der Luft hohe Energie aussetzt. Und Ozon ist ein Reizgas. Das ist nicht ganz so angenehm und wird wahrscheinlich gerade in der Anwendung Schulen weniger zum Einsatz kommen. Schaut man sich das Ganze an, sollten wir uns also auf Luftaustausch und Filtrierung konzentrieren. Und wenn man natürlich sagt, man will im Klassenzimmer die beste Situation kriegen, wirklich das Allerbeste sind fest installierte Anlagen. Sei es für die Luftfiltrierung, sei es für den Luftaustausch. Das ist das Allerbeste. Keine Frage, da wollen wir hin. Das sollten wir alle haben, um halt möglichst gute Situationen in Räumen, wo sich viele Personen aufhalten, eine gute Situation zu schaffen. Ja, wenn man aber von diesen Lösungen absieht oder mal guckt, was hätte eigentlich in der ganzen letzten Zeit in der Vorbereitung auch für die nächsten Wellen, die jetzt ja kommen werden, das werden wir kaum vermeiden können, was ist alles da? Es ist auf jeden Fall eine Menge Geld da, aber die Bedingungen sind nicht so schön. Viele Gelder werden nicht abgerufen, oftmals sind die baulichen Situationen auch schwierig, also im Grunde genommen sehen wir alle, dass eigentlich nicht sehr viel in beispielsweise den Klassenzimmern passiert ist. Das ist natürlich sehr schade. Für möglich kennen auch einige Eltern die verschiedenen Ansätze, dass man natürlich gesagt hat, okay, wir wissen, bestimmte kommerzielle Luftfilter funktionieren in Klassenzimmern recht gut. Warum können wir nicht von Elternseite die Klassenzimmer ausstatten? Das haben viele versucht. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Die Sorgen von verschiedenen Personen, die dort involviert sind, sind so groß, dass einfach keine Bereitschaft ist, solche kostenlos zur Verfügung gestellten Geräte aufzustellen. Da gibt es Probleme wegen einem Brandschutz, der dort nicht eingehalten werden könnte oder wegen den Energiekosten oder wegen fehlenden Zertifizierungen. Es ist eine endlose Liste, an der man sich aufbrauchen kann. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden. Wenn jemand eine Idee hat, bitte Bescheid sagen. Weil im Grunde genommen alles, was ich jetzt als nächstes präsentiere, sind eigentlich Ideen, wie man sowas selbst machen kann. Wir haben die ganzen Geräte. Auch das, was man hier aufgebaut sieht, sowas in der Art kann man zum ähnlichen Preis auch kaufen. So gesehen würde es nicht so viel Spaß machen, sich Dinge selbst mal zu bauen, müsste man das eigentlich gar nicht tun. Nur es gibt einfach einen ganz, ganz großen Widerstand, gekaufte Geräte einfach im Klassenzimmer aufzustellen. Also ich meine, ich frage mich schon, wie überhaupt gewagt werden kann, dort biologische Experimente wie Blumen im Klassenzimmer aufzustellen, weil auch die tragen ja einige Probleme, was dort alles passieren könnte. Aber gut, was ich hier präsentiere, ist ganz stark inspiriert vom Vortrag der auf Remote Chaos 3 2020. Dort wurde der Airfilter vorgestellt auf der rechten Seite. Man muss natürlich auch nennen, hier von Hexa.io fast gleichzeitig entstanden. Das ist ein berühmter Aufbau, der einen Autolüfter benutzt und der in ganz großem Maße sehr große Mengen Luft filtrieren kann, ohne viel Krach zu machen. Die haben dort teilweise Autolüfter benutzt, Badlüfter oder Computerlüfter. Es gab leider einige Probleme mit diesen ganzen Dingen, warum das in Schulen nicht unbedingt so gut eingesetzt werden konnte oder wenn es gemacht wurde, nur kurz. Es gibt Regeln, was man im Klassenzimmer als Lehrkraft tun kann. Diese Regeln sind in der RISO, Richtlinie für Sicherheit im Unterricht, vorgegeben. Das ist ein schönes Dokument, in dem zu allen möglichen Themen Dinge dargestellt werden. Es ist also wirklich eine wundervolle Liste über alle möglichen Tätigkeiten, was man alles wann und wie machen darf. Und für alle Tätigkeiten, wenn man einfach mal guckt, sobald man etwas an den elektrischen Strom als Lehrer anschließen will, dann sollte man bitte, und ich meine, eigentlich ist es auch gar nicht so dumm, Netzteile benutzen, die doppelt gesichert sind. Weil im Unterricht kann alles mögliche schiefgehen. Und da sollten die einfach in der Schule nochmal besonderen Sicherheitskriterien genügen. Und das tun diese ganzen gekauften Geräte so nicht. Also wenn man das dort einbaut, muss man schon irgendwie verhindern, dass der Nächste dann versucht, da irgendwas reinzustecken. Deswegen ist es generell kritisch, etwas mit Netzbetrieb als Lehrer in die Schule zu bringen. Deswegen wird das vermieden. Und als Lehrkraft alleine wird man deswegen keinen gekauften Luftfilter aufbauen.
Ja, andere Themen, die da drin stehen, ist zum Beispiel etwas mit Strahlung aufzubauen, zum Beispiel mit UV. Ja, das ist gefährliche Strahlung, das darf man im Unterricht eigentlich nicht machen. Und sollte man das vielleicht im Physikunterricht oder Ähnlichem tun wollen, braucht natürlich die Klasse überall Brillen und ja, entsprechenden Schutz für die Haut. UV ist also ganz klar aus dem Rennen. Mechanische Sicherheit, ja, das ist ein gutes Thema. Kleine Finger versuchen überall hineinzukommen. Das heißt, egal was man aufbaut, es muss davor geschützt sein, dass man reinfassen kann und sich dabei wehtun kann. Das ist ein interessantes Thema, aber im Grunde genommen wissen wir selbst, es gibt da eine ganze Menge, wo man sich mit kleinen Fingern im Klassenzimmer wehtun kann. Und die meisten Menschen versuchen das auch zu vermeiden, auch kleine Menschen sich selbst wehzutun. Wir müssen dort also hinreichend Vorkehrungen treffen, aber absolute Sicherheit kann es natürlich nie geben. Richtig interessant finde ich das Thema Lärmauswirkung reduzieren. Natürlich sind die Vorgaben, was im Unterricht erlaubt sind, weit jenseits von dem, über das ich mir gleich Gedanken machen werde. Jeder, der schon mal in einem Klassenzimmer war, weiß, welche Lautstärken dort entstehen können. Aber wir müssen nicht noch dazu beitragen, das noch unerträglicher zu machen. Und ganz ehrlich, viele, die solche Luftfilter benutzt haben, waren irgendwann schon genervt, wenn da halt so ein lautes Gerät dauernd rumbrummt. So gesehen muss man das wirklich ernst nehmen, wenn sowas benutzt werden sollte, sollte die Lärmauswirkung noch moderat sein. Ideal wäre es also, ein System zu haben, dass man irgendwie kapseln kann, also vor Zugriff schützen kann, dass man möglichst auch batteriebetrieben nutzen kann und aus einem anderen Grund auch mit allen möglichen Filtern betreiben kann, die man denn gerade bekommen kann. Denn bei den Projekten, die zuletzt vorgestellt wurden, immer wenn so etwas vorgestellt wurde, kurz darauf gab es die Filter nicht mehr, weil sich plötzlich ganz viele diese Filter gekauft haben. Also sollte man natürlich etwas bauen, wo man nachher verschiedene Filter einbauen kann. Ja, also, das grundsätzliche Problem der bisherigen Konzepte ist, welche Filter benutzt man, kriegt man die noch, weil wenn dann irgendeine Bauanleitung da ist, kann man halt nicht irgendwas anderes einbauen. Welche Motoren kann man benutzen, wie teuer sind sie noch erhältlich, auch die waren immer sofort ausverkauft. Und wie betreibt man die denn bitte sicher? Also allein 12 Volt Betrieb, ja, will man dann hier jeweils noch ein Netzgerät betreiben mit irgendwas oder womöglich ein gekauftes Netzteil benutzen, das, keine Zertifizierung hat, soll man es aus dem Physiklabor sich holen, das dürfte man benutzen und dann halt in den verschiedenen Klassenzimmern aufstellen. Nee, es funktioniert leider nicht. Ja, dann der Aufbau, wenn man das im Klassenzimmer machen will, wie kann man sowas bauen, dass das auch Kinder zusammenbauen können womöglich, dass man es womöglich als Projekt machen kann, ist das Ganze relativ sicher und welche Teile sind erforderlich? Muss man da halt eine vollständige Werkstatt dafür haben oder kann man womöglich sich irgendwie von dem lokalen FabLab helfen lassen? Übrigens Kudos an die ganzen FabLabs, alle, die ich angesprochen habe, waren begeistert von Ideen, die hätten sofort geholfen. Also muss man sich überlegen, wie kann man hier eine hohe Flexibilität erhalten. Und die Idee ist natürlich, mit Rapid Prototyping, wenn wir mit 3D-Druck die Zwischenteile bauen, um damit es den verschiedenen Anforderungen gerecht zu machen. Ja, und ich möchte gar nicht so viel ins Detail gehen. Ich habe entsprechend ein Programm entwickelt, das ist das, wovon ich Ahnung habe, mit dem man mit OpenSCAD sich den Luftfilter bauen kann, den man gerne möchte. Natürlich nicht komplett flexibel, er basiert immer auf radialsymmetrischen HEPA-Filtern, wie ich einen hier habe. Die sind also alle rund, darauf kann man beliebige, bestimmte Arten von Lüftern aufbauen. Neues Mikro, neues Look, dass man verschiedene Motoren und Ventilatoren aufbauen, aber alle solche Typen, wie sie auch im Computerbetrieb benutzt werden und auch natürlich die Luftleitung kann man auch noch verschiedenartig umsetzen. Wen das Ganze interessiert, das Ganze gibt es auf Thingiverse, kann man das OpenSCAD runterladen, sich selbst modifizieren und auch anpassen, wie man das möchte. Das Ganze basiert hauptsächlich auf Steckverbindung. Das ist auch nochmal ein Punkt, wo man sich überlegen kann, dass man das vielleicht nicht noch sicherer an der Stelle machen kann. Das Ganze ist ohne Stützmaterial druckbar, aber wer es druckt, viel Spaß bei den bei der Luftleitung. Diese dünnen Linien, da verheddert sich mancher nicht so guter Drucker gerne. Ansonsten lässt sich das recht gut drucken. Ja,
Dann stellt sich aber trotzdem die Frage, einfach so ein Modell aufzubauen, ist ja ganz nett. Ich habe dann einfach sehr, sehr viele Kombinationen probiert. Hier zum Beispiel, das ist eine Kombination, die man probieren kann. Dann gibt es hier einen, der etwas kleiner ist. Der wurde nachher dann meinem 3D-Drucker vermacht. Hier habe ich noch einen weiteren Filter. Man kann verschiedene Ventilatoren probieren. Das hier sind Qualitätsventilatoren von Noctua. Sehr schön leise, leider sehr teuer. Dann gibt es auch einige sehr spezielle und sehr große. Wie zum Beispiel habe ich hier den... Einen Moment... Air Penetrator von Silverstone, der leider nicht das leistet, was er verspricht, aber durch seine Größe ausgesprochen leise ist bei dem Luftdurchsatz. Ja, und dann habe ich mein Workhorse, möchte ich das bitte nennen. Das ist ein Industrielüfter. Ich kann jetzt nur gerade die Unterseite zeigen, weil ich den oben verschraubt habe. Das ist ein 12-Volt-Lüfter, der ausgesprochen überraschende Eigenschaften zeigt, wie man gleich sehen kann. Aber definitiv kann ich schon mal eins sagen, falls sich jemand mal fragt, was hat uns eigentlich der Bitcoin-Hype gebracht? Performante Lüfter, die man zu vernünftigen Preisen kriegen kann. Weil den Lüfter, den ich hier gleich vorstellen werde, wo ich sagen muss, das Beste, den man hier benutzen kann, den gibt es zum Preis, der schlägt alle anderen. Und heute sind offenbar inzwischen auch schon die... ASIC-Geräte out of date. Inzwischen gibt es die mit doppelter Leistung, leider auch wieder ein bisschen teurer, womit man noch bessere Lüfter bauen könnte. Gut, also ich habe verschiedene Experimente gemacht mit verschiedenen HEPA-Filtern und verschiedenen Motoren, um einfach zu schauen, welcher bringt eigentlich wie viel, weil auch schon in den früheren Projekten kam raus, ja, was bringt es mir da irgendwas draufzuschrauben, was Krach macht, wenn dann gar keine Luft durchkommt. Und da habe ich mir halt angeschaut, für wie viel Watt bekomme ich wie viel Luftausstoß. So, und auch damals in den Vorträgen wurde empfohlen, ja, selbst so ein kleiner, süßer Luftdurchsatzmesser, der bringt schon was. Ehrlich gesagt, wenn ich den teilweise auflege, fängt er schon an, etwas zu messen, ohne dass sich das Rädchen dreht. Also keine Ahnung, wie die messen. Da scheint irgendeine Magie involviert zu sein. Will man sowas vernünftig machen, dann kommt man zu den etwas empfindlicheren Geräten, wie dieses Gerät hier. Das hier hat wunderbare Dienste geleistet. Mit dem konnte ich tatsächlich sehr schön messen, welchen Durchsatz ich erreiche. Ich habe das auch nicht einfach nur so einmal gemessen, sondern an verschiedenen Positionen über dem Auslass, um tatsächlich so einen gemittelten Luftdurchsatz zu erhalten. Ich habe übrigens diesen Vortrag auch schon vor einer Lehrerkonferenz gehalten. Ehrlich gesagt war es leider ungeschickt, dass ich mein Thema Luftfilter genannt habe. Dadurch war der Besuch leider nicht sehr groß. Im folgenden Vortrag gab es aber eine Diskussion, wie man Experimente mit Ventilatoren machen kann und den Luftdurchsatz messen kann. Und das ist bei weitem das beste Mittel, um Luftdurchsatz zu messen, weil wenn ich Luft verschiebe, schiebe ich Luft nach hinten und ich kann das Gewicht messen, das dieses Gerät mir liefert und damit halt auch sehr nachvollziehbar prüfen, wie viel Luft beschleunigt wird und dementsprechend aus der Luftdichte und Beschleunigung herausrechnen, wie viel Luft oben rauskommt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir viel Arbeit ersparen können. Wobei ein paar Sachen nicht herausfinden können, die ich auch hier erfahren habe. So, schauen wir uns mal an, wie die verschiedenen Motoren funktioniert haben. Zunächst einmal sieht man hier im unteren Bereich, das ist der Noctua-Lüfter mit 2000 Umdrehungen. Der deckt wirklich so diesen Bereich ab. Wenig Leistung, aber trotzdem schon vernünftigen Throughput. Daran schließt sich direkt vom gleichen Hersteller die 3000er-Variante an. Und der Air Penetrator, der ist eigentlich ähnlich, kommt aber nur ein bisschen weiter. Tatsächlich hätte der Air Penetrator hier oben noch viel weiter gehen sollen. Im Datenblatt steht drin, er würde doppelt so viel leisten, als er tatsächlich tut. Ich habe keine Ahnung, warum die das verkaufen und behaupten, er könnte doppelt so viel, als er eigentlich tut. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Theoretisch wäre das eigentlich ein super Gerät. Ja, sehr interessant finde ich für mich als Mathematiker auch hier, dass wir hier so eine Pareto-Linie sehen. Unter das hier kommen wir nicht. Selbst wenn wir bessere Lüfter haben, es wird irgendwie so eine Untergrenze geben, die einfach technisch nicht zu unterschreiten ist. Aber es gibt ja noch diesen sehr preiswerten Lüfter, den ich mit ins Rennen geschickt habe. Und das ist dieser MEC sowieso.
Den sieht man hier. Das hier ist mit einem normalen Filter, den ich auch mit den anderen benutzt. Und einmal habe ich ihn mit einem viel, viel kleineren Filter, das ist der kleine weiße gewesen, benutzt. Da sieht man, okay, bei gleicher Leistung kriege ich viel weniger Luft durch. Also mit dem normalen Filter habe ich 140 Kubikmeter pro Stunde geschafft, hingegen mit dem kleinen nur noch 100. Also je kleiner dieser HEPA-Filter ist, desto weniger kriegen wir Luft durch, je höher ist der Luftwiderstand. Also bringt es nicht, so etwas Kleines zu benutzen, auch wenn es viel, viel billiger ist. Dann habe ich mir auch angeschaut, wie verhält sich die Lautstärke zum Luftdurchsatz, weil ich möchte einen Luftdurchsatz möglichst leise filtern können. Und auch da sieht man, dass hier diese Noctua-Lüfter wirklich, das sind die beiden hier, schon auf einer sehr performant sind, aber der 3000 Umdrehung ist schon deutlich lauter ist. Das hört man auch. Der 2000er ist höchster leise, aber dieser Air Penetrator, das ist der, der sich an den 2000er anschließt. Das sind wirklich die leisesten. Dieser Sunon MEC ist deutlich lauter. Der fängt schon gleich bei 10 Dezibel mindestens höher an. Aber wenn ich den mit weniger Spannung betreibe, sorry, dass das so eckige Linien sind, ich habe wirklich nur diese paar Messpunkte gemacht, weil wenn man sieht, wie viele Kombinationen es gibt, ich kann ja nicht ewig messen. Man sieht aber, dass der, wenn ich den Untervolt betreibe, im Untervolt-Bereich, dass der da mit den teuren Lüftern mithält. Und das ist ganz erstaunlich, besonders, weil der sogar nicht nur ab 6 Volt läuft, wo ich meine ganzen Tests reingemacht habe, sondern ab 4,8. Das heißt, ich kann den auch problemlos mit 5 Volt betreiben. Und das ist schon mal ganz interessant, dass so ein ganz billiger Lüfter, der tatsächlich auch eine Menge Leistung hat und eine Menge Durchsatz hat, auch noch recht leise ist bei diesen Spannungen. Dann nochmal ganz generell, wie kann ich die eigentlich ansteuern? Natürlich sollte man diese nicht einfach nur mit Spannung ansteuern, aber das ist für mich natürlich am Netzgerät am leichtesten gewesen, einfach die Spannung hoch und runter zu drehen. Da sieht man, dass einfach der Durchsatz eigentlich fast linear mit der Spannung hochgeht. Das heißt, ich habe da eigentlich eine recht gute Möglichkeit, damit auch den Durchsatz zu verändern. Aber auch da sehe ich, der Sunon MEC, der chinesische Industrielüfter, bringt halt schon ab 5 Volt etwas. Und das bedeutet, ich kann den ohne weitere Verschaltung, wie ich es hier gemacht habe, direkt an eine USB-Batterie anhängen und zum Beispiel dann den ganzen Tag betreiben mit Batterie. Und das ist ungemein praktisch. Schon alleine deswegen, weil wenn man im Batteriebetrieb ist, man kein Problem mehr hat mit der elektronischen Versorgung bis runter zur Grundschule. Da sind Geräte mit Batteriebetrieb laut Richtlinien für Sicherheit im Unterricht erlaubt. Also die überraschende Alternative ist also dieser Lüfter Sunon MEC. Da gibt es eine Menge andere Lüfter, die sich ähnlich verhalten. Das sind so die typischerweise dann in den Mining-Farmen aufgebaut wurden, mit denen der Markt momentan gefüllt ist und eigentlich momentan gar nicht mehr so viele Probleme gibt, diese zu erhalten. Wobei ich sagen muss, zufälligerweise bei Pollin ist der jetzt gerade ausverkauft. Bei Amazon bekommt man ihn aber jetzt auch noch. Der Preis ist nicht immer 10,75, das ist der Preis, der bei Pollin steht. Bei Amazon ist er gerade für 15 Euro. Und ich muss auch sagen, auch diese Tabelle ist auf diesem Teil hier nicht mehr ganz akkurat. Man muss nicht unbedingt den Ersatzfilter von Medium benutzen. Es ist einfach schlicht einer, der sehr gut erhältlich ist. Tatsächlich ist der momentan 10 Euro teurer, aber jeder kann sich den wählen, den er gerne möchte. Und dementsprechend gibt es dann eine große Auswahl. Man kann sich den passenden Filter wählen. Wenn man dann guckt, was braucht man noch dazu? Man braucht noch ein bisschen Filament, wenn man das im 3D-Drucker betreiben will. Natürlich kostet auch ein wenig das Drucken was. Insgesamt mit den Preisen, die ich jetzt hier aufgeschrieben hatte, kommt man für ein Gerät so bei 35 Euro raus. Und selbst wenn man nicht 3D drucken kann, die FabLabs vor Ort oder in der Umgebung oder verschiedene andere Personen machen sowas wirklich gerne, wenn Schulen sagen, wir möchten sowas als Projekte aufbauen. Eine kleine Sache wollte ich kurz noch demonstrieren. Ich habe ja gerade schon erzählt, man kann die mit verschiedenen Spannungen betreiben. Einfach damit man sich hier mal, zumindest die vor Ort sind, sich ein bisschen vorstellen können, wie viel lauter das wird. Ja, gesteckt. Das könnte man noch verbessern. Habe ich den hier auch mitgebracht und an mein Netzteil angeschlossen. Jetzt läuft er gerade unter 5 Volt. Die meisten hier, zwei Reihen hinter, werden das schon nicht mehr hören. Den kann ich jetzt mal hochfahren auf die 12 Volt. Das ist sozusagen das, mit dem ich getestet habe. Tatsächlich ist er, glaube ich, zugelassen bis 13,2 Volt. Da wird er schon hörbar, aber in der Leistungsstufe hat man schon eine deutlich mehr an Leistung. Und wenn man halt sagt, okay, es ist gerade Pause, ähnliches, könnte man sowas theoretisch hochfahren.
mir war nur wichtig, dieses System hat einfach nochmal die Möglichkeit, einfach noch weitere Leistungsreserven rauszuholen, wenn man es aus irgendwelchen Gründen etwas stärker betreiben möchte. Beispielsweise, weil man gerade im Zimmer lötet. Auch dann würde ich eher das Ganze hochfahren. Ich nehme an aber, dass man das jetzt gerade hier auf der Aufzeichnung jetzt nicht gehört hat. Gut, jetzt habe ich wieder runtergefahren. Das heißt, das Ganze ist jetzt so von den Finanzen auch überschaubar. Das ist auch irgendwo in dem Bereich, wie man auch solche Geräte fertig kaufen kann, die natürlich noch viel mehr Features haben. Teilweise dann noch mit Steuerung dabei, dass sie anschalten, je nachdem wie Luftqualität ist und so weiter. Als Projekt, das man selbst bauen kann, ist es aber trotzdem noch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Ja, als ich dann das System mir gebaut hatte, habe ich mir aber dann Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze denn jetzt verbessern? Und es gibt ja mehrere Gründe, so einen Schutz oben über dieses rotierende Ventilatorblatt zu machen. Ein wichtiger Grund ist, kleine Finger sollen da nicht reinkommen. Aber wenn ich sowas eh schon drüber baue, mit einem Gitter, ja, dann kann ich mir da mal angucken, kann ich eventuell durch die Form des Gitters den Luftfilter noch besser machen? Und ja, das kann man. Weil bei allen Luftfiltern, bis auf den Air Penetrator, bei allen Ventilatoren ist es so, dass diese, ich nehme mal hier den Noctua-Lüfter, dass diese rotieren, das tut natürlich der Air Penetrator auch, aber durch die Rotation wird die Luft außen besonders beschleunigt und wenn ich das jetzt waagerecht halte, geht die Luft leider nicht direkt nach oben, sondern wird hauptsächlich nach außen weggeschleudert. Der Air Penetrator selbst, der hat nochmal eine Form, die dafür sorgt, dass die Luft tatsächlich hauptsächlich vertikal hochgeht. Wenn es einem darum geht, dass man in einem Raum die Luft filtern möchte, möchte man natürlich eine möglichst hohe Luftsäule erhalten, damit man einen möglichst großen Kreislauf erreicht, in dem die Luft gefiltert wird. Weil man möchte nicht nur hier lokal eine kleine Blase haben, wo die Luft gut ist, sondern diese möglichst weit verteilen. Ja, und daran merkt man, wenn man einfach nur den Ventilator so betreibt, im halben Meter Höhe merkt man von dem nichts mehr. Der Grund dafür ist, es entsteht keine Luftsäule. Und genau das kann man korrigieren, oder zumindest versuchen zu korrigieren, indem man statt geraden Lamellen diese Lamellen so verbiegt, dass sozusagen die Luft von außen nach innen geführt wird. Da habe ich verschiedene Winkel ausprobiert und habe jeweils mit dem Messgerät jeweils in verschiedenen Sektoren gemessen, wie die Luftströmung ist. Und man sieht hier in den Beispielen, dass der Außenbereich immer sehr, und hier ist der richtige Stift, dass dort die Luftströmung am stärksten waren und in der Mitte gab es fast gar nichts. Wenn ich aber so Lamellen eingebaut habe, die natürlich auch wieder die Luftströmung etwas behindern, kann ich das Ganze etwas besser ausgleichen und innen wird es stärker, außen etwas schwächer. Das erscheint auf dem Bild erstmal schon mal, ja, ich habe es ein bisschen ausgeglichen, könnte ich vielleicht mehr machen, aber der wichtigste Effekt war, als ich mal in verschiedenen Höhen gemessen habe. Und auch natürlich die Frage, auch welche Höhe benutze ich für diesen Luftfilter. Und wenn ich in einigen Experimenten so weit war, dass ich zwischen, das sieht man auf der linken Seite, zwischen halben Meter und einen Meter Höhe gemessen habe, dass ich extrem, also halber Meter war diese Geschwindigkeiten, ein Meter war diese, dass ein extrem großer Unterschied war. Als ich aber die richtige Kombination gefunden habe von Höhe des Luftfilters und die Lamellenwinkel, konnte ich zwischen halben Meter und einem Meter fast keinen Unterschied mehr merken. Und wenn man jetzt hingeht, egal mit welchen Geschwindigkeiten man den betreibt, man spürt förmlich, dass hier eine Säule steht. Ich habe genau an der Stelle, wo der Lüfter steht, spüre ich den Luftzug, jetzt sogar ja 1,50 Meter drüber, wenn ich kurz daneben bin, nicht mehr. Das heißt, ich erreiche damit tatsächlich eine große Zirkulation und das brauche ich natürlich, um einen Raum möglichst weiträumig auch zu filtern. Und das heißt, tatsächlich, es bringt total viel, diese Lamellen etwas zu verbiegen, aber da ist auch noch viel Platz, das Ganze auch noch zu verbessern. Ja, dann hat man eigentlich so ein System, was man auch im Klassenzimmer bauen könnte. Ich habe da einmal sozusagen diesen 3D-Druck aus drei Komponenten, den Boden, Adapter und den Luftleiter. Natürlich könnte man auch an so einen Luftfilter einfach beidseitig auch so nochmal den Ventilator anbauen, aber man würde Effektivität verlieren. Macht aber trotzdem Spaß, sowas mal zu probieren. Braucht ein paar Lüfterschrauben, ein USB-Kabel und das war es eigentlich schon. Und USB-Kabel hat jeder wahrscheinlich massig zu Hause, weil die gehen ja irgendwann mal kaputt. Die ganzen Reste konnte ich benutzen, um hier mein ganzes Sortiment an Luftfiltern aufzubauen. Ja, man nimmt sich, das ist jetzt dieser Medion-Filter, steckt den unten auf den Deckel unten auf, schraubt auf den Adapter den beispielsweise diesen MEC, Sunon MEC auf, drückt das wiederum auf den Luftfilter drauf und setzt oben noch den Luftleiter auf. Schon hat man seinen fertigen
Luftfilter. Ich glaube, sowas lässt sich auch gut im Klassenzimmer machen. Kleiner Hinweis, das ist noch die alte Version. Hier war der Schutz noch nicht mit Schrauben gesichert und die Kanten sind noch nicht abgerundet. Ich habe es einfach noch nicht neu die Fotos gemacht. Ja, aber dann ist jetzt nun trotzdem die Frage, wie bringt das denn eigentlich nun im Klassenzimmer? Selbst so ein kleines Gerät. Grundsätzlich sollten eigentlich alle Klassenräume gebäudetechnisch so aufgebaut sein, dass sie eigentlich von sich aus einmal pro Stunde die Luft austauschen können. So steht es in den Vorgaben. Keine Ahnung, ob dazu eine Lüftung normalerweise gehört, aber so sollten sie gebaut sein. Aber es gab ja die ganzen Hinweise, wir sollen gerade in der Zeit, wo die Hygiene so eine wichtige Rolle spielte, wir sollten durch Fensterlüftung die Situation verbessern. Und da gibt es glücklicherweise Publikationen dazu, die uns sagen können, wie viel das eigentlich bringt. Und wenn ich mit einem einzigen Fenster Stoßlüftung betreibe, so typische Größe im Klassenzimmer, bekommt man damit bei geöffneten Fenster je nach Situation zwischen 400 bis 750 Kubikmeter pro Stunde Austausch. Wenn das Fenster die ganze Zeit offen ist. Folgt man den Richtlinien, dass man alle 25 Minuten also 5 Minuten lüften soll, hat man also 80 bis 150 Kubikmeter pro Stunde Luftaustausch. Die gemessenen Werte von dem Gerät bei 5 Volt waren ungefähr 60 Kubikmeter pro Stunde. Das heißt, Lüftung entspricht 2 von den Geräten aufgestellt. Mit dem großen Vorteil, die reinigen kontinuierlich, die Fensterlüftung lässt es erstmal anwachsen und bringt es dann wieder runter. Lässt es wieder anwachsen, bringt es dann wieder runter. Also generell ist natürlich eine kontinuierliche Reinigung eigentlich schon was Besseres. Und grundsätzlich sollte man eigentlich sagen, richtig Sinn macht es eigentlich, wenn man überhaupt erst auf die Größenordnung kommt, was so ein Zimmer sowieso pro Stunde austauscht. Also man sollte schon ungefähr mit 4 Geräten anfangen. Darunter ist es eigentlich vernachlässigbar zwischen dem, was der Raum sowieso als Luftreinigung machen sollte. Das heißt, ab 4 Geräte im Raum kann man sagen, okay, das macht Sinn. Natürlich ist das nicht die alleinige Hilfe. Man muss sowas natürlich kombinieren mit verschiedenen Dingen. Man kann auch gern mehrere aufstellen. Man sollte sie auch im Raum verteilen. Man muss natürlich auch organisieren, wer kümmert sich darum, die Batterien aufzuladen. Idealerweise hat man auch Schülerinnen und Schüler, die sowas auch zu Hause benutzen können, weil sie womöglich auch zu Hause Probleme mit Pollen haben oder Ähnlichem. Die werden sowas gerne natürlich benutzen, dass man also immer eine verantwortliche Person hat, dass man sich auch darum kümmert, dass so ein Luftfilter gewechselt wird. Aber das ist die Größenordnung, wo es Sinn machen würde, so ein Gerät als Projekt in der Schulklasse einzusetzen oder bei sich zu Hause, dementsprechend in einem Arbeitszimmer, wo man vielleicht 60 Kubikmeter hat, da reicht auch schon ein Gerät. Ja, wie viel bringt uns so ein Gerät nun wirklich? Und das habe ich mich natürlich dann auch gefragt und war sehr, sehr glücklich, als ich einmal auf Hackaday und natürlich auch auf Heise das Projekt gesehen habe, den wunderschönen Luftsensor von IKEA, den Windrik-Ning, ein bisschen zu erweitern mit einem ESP 8266, dass der per WLAN die Messergebnisse nach Hause funken kann und uns die Möglichkeit bietet, auch mal zu gucken, wie sieht es denn eigentlich mit der Luftqualität aus? Können wir eigentlich nachvollziehen, dass die Luft wirklich gereinigt wird durch solche Geräte? Ja, und das möchte ich einfach mal zeigen, was dabei herauskommt. Mein Experimental-Setup ist ganz natürlich entstanden, weil wenn man so ein Gerät aufstellt und anfängt zu löten, schon nach 5 cm Lötzinn schaltet der auf gelb, wenn nicht sogar auf rot. Etwas, was man fast sonst nie sieht, weil das schon abartig hohe Werte sind von 50 bis 100 ppm. PM2,5. Also eigentlich, wer hier lötet, sollte sich wirklich Gedanken darum machen, wirklich diese Lötdämpfe abzusaugen. Oder zumindest im Raum etwas aufzustellen, was die Qualität wieder etwas verbessern würde. Für mich war es natürlich fantastisch. Ich konnte auf Zuruf mir eine Situation schaffen, mit denen ich mal testen konnte, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich so ein Gerät betreibe, um wie viel ich die Luft tatsächlich in meinem Raum reinige. Wirkt das tatsächlich so, wie ich es mir erhoffe? Ja, tatsächlich ist immer ein bisschen variabel, wie sich die Luft verteilt. Also ich habe selbst einen Ventilator dahinter gestellt, damit es im Raum verteilt wird. Das ist nicht immer komplett stabil. So ein Raum ist auch nicht komplett luftdicht. Ich habe Luftfilter und den Sensor und wo ich den die Lötdämpfe erzeugt habe, die waren alle räumlich voneinander getrennt. Aber das lässt sich nicht immer genau machen. Dazu gehe ich ja dann auch aus dem Raum raus. Ich sitze da nicht die ganze Zeit in den Lötdämpfen. Das ist nicht alles immer komplett gleichmäßig. Deswegen habe ich mich entschieden, nicht bei 100 anzufangen, sondern mir die Halbwertszeit von 60 bis 30 ppm anzugucken. Kaviat, im Raum bin ich tagsüber nicht unter 10 ppm gekommen und wenn ich Fenster aufmache und draußen gibt es Sahara-Staub oder Pollen, dann kann das auch mal 15 werden. Das heißt, 0 erreicht man nachts, wenn da kein Mensch mehr oder Vierbeiner in der Nähe ist, der irgendwie dauernd Staub aufwirbelt, aber nicht tagsüber.
Trotzdem schien mir das irgendwie ganz sinnvoll, von 60 auf 30 zu vergleichen, um etwas zu haben, mit dem mir das angucken kann. Und dann habe ich mir einmal angeguckt, wie schnell verschwindet der Lötstaub ohne Reinigung, wie schnell verschwindet er bei 5 Volt, also dem USB-Betrieb, und wie schnell verschwindet er bei den 12 Volt, eigentlich kann er 13,2, aber halt bei 12 Volt einfach so bei dem Betrieb, wo er dann halt lauter ist. Wenn ich mal rechne, ich habe mir das auch mal als Modell aufgebaut und wollte simulieren, hat sich herausgestellt, das ist überhaupt nicht erforderlich. Man kann das wirklich ganz einfach ausrechnen. Man kann einfach gucken, ich habe einen Raum mit 50 Kubikmetern. Das heißt, wenn ich dort es halbieren will, will ich 25 Kubikmeter filtern. Kann ich einfach rechnen, ich habe einen Lüfter, der 60 Kubikmeter pro Stunde angeblich filtern soll. Dann sollte das in 25 Minuten passieren. Läuft auf 150 Kubikmeter pro Stunde, das heißt bei 12 Volt, dann sollte es in 10 Minuten auf die Hälfte runtergegangen sein. Ja, einfach weil 25 Kubikmeter muss ich durch 120 durchziehen. 25 durch 120 habe ich einen Bruchteil, mal 60 Minuten komme ich auf 10 Minuten. Ja, das habe ich mir dann mal angeguckt, habe mehrere Testläufe gemacht mit dem Windrig und habe herausgefunden, dass einmal ohne äußere Lüftung ich immer sehr unregelmäßige Ergebnisse habe, aber im Schnitt sieht man, dass wenn ich nichts dabei betreibe, ich ungefähr 70 Minuten brauche, um Halbwertzeit zu haben, also die Lötdämpfe auf die Hälfte zu reduzieren. Wenn ich im 5-Volt-Betrieb betreibe, bin ich bei 21 Minuten und bei 12 Volt bei 8,5 Minuten. That made me thinking. Ich habe eigentlich 25 erwartet und ich habe 10 erwartet. Warum sind die noch besser, als ich erwartet habe? Und es fiel mir dann wie Schuppen von den Augen. Ja, die einfach freie Reinigung durch es fällt auf den Boden runter, die wirkt natürlich auch noch. Und die muss ich natürlich erstmal runterzählen. Natürlich habe ich auch immer noch Staub, der wieder zusätzlich erzeugt wird. Aber man kann das hier sehr einfach rechnen und damit komme ich schon wunderbar hin. Wenn ich mir überlege, ich habe eine freie Reduktion in 70 Minuten, dann entspricht das einer Lüftungs- oder einer Luftreinigung von 20 Kubikmetern pro Stunde. Und wenn ich das jetzt zu meinen rechnerischen Werte der Geräte aufzähle, dann hätte ich also bei 5 Volt umgerechnet 80 Kubikmeter pro Stunde Reinigung, bei den 12 Volt 170 Kubikmeter pro Stunde, komme ich auf erwartete 20 Minuten, was den gemessenen 20 Minuten, 21 Minuten sehr gut passt und korrigierten 8,8 Minuten, was den 8,5 Minuten ziemlich gut übereinstimmt. Also die Geräte tun tatsächlich, was sie sollen. Jetzt kann man sagen, okay, das hat ja jeder auch erwartet, aber ehrlich gesagt, da kann viel schief gehen. Die Filter sind womöglich nicht so gut, wie ich es denke. Womöglich ist der Luftaustausch nicht im gesamten Raum. Und all diese Dinge könnten schief gehen. Das heißt, zu sehen, dass ich mit dem Sensor tatsächlich auch die Feinstaubbelastung umso viel reduzieren kann, wie ich es erwarte, ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Das heißt, die Menge an Luft ist tatsächlich durchgegangen und ich habe nicht nur schon gereinigte Luft wieder gereinigt. Das heißt, die tun tatsächlich, was sie sollen. Im Grunde genommen heißt das, ja, wunderbar. Ich meine, was spricht dagegen, sowas zu benutzen? Ja, dann kommt man natürlich auch direkt zum nächsten Punkt. Wenn wir jetzt schon das Ganze so schön messen können, warum steuern wir nicht damit auch gleich unsere Lüftung? Weil wir können ja messen, wie ist gerade die Luftqualität und dementsprechend auch sagen, okay, dann geh nur an, wenn die Luftqualität schlecht ist. Ja, das funktioniert wunderbar mit einem MOSFET, der auf 3,3 Volt funktioniert. Den kann man dort noch mit einlöten. Damit kann man 5 Volt und 12 Volt schalten. Theoretisch alles wunderbar. Praktisch habe ich jetzt erstmal nur die 5-Volt-Lösung gemacht, dass ich nicht extra nochmal anschließen muss. Also ich kann jetzt einen von denen hier direkt anschließen und benutze die bestehende 5-Volt-USB Stromversorgung, um halt auch den Luftreiniger mitzubetreiben. Und da muss ich leider sagen, da bin ich noch nicht fertig geworden. Es ist Work in Progress. Ich kann aber ein wenig über meine Ergebnisse erzählen. Der ESP kann unter anderem auch Pulsweitenmodulation. Das heißt, ich kann auch die Geschwindigkeit des Lüfters noch relativ frei regeln. Aber bitte die Modulationsfrequenz richtig hochstellen. Ansonsten hat man da ein Musikkonzert vom Motor. Der dröhnt wirklich los in allen möglichen Tönen, wenn man da nicht die höchste Modulationsrate benutzt. Die nächste Frage ist, wann schalte ich ihn an? Meine Idee war zunächst, ich messe einfach mal innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus, was ist die geringste Konzentration an PPM, die ich im Raum habe, an Feinstaub, und ich aktiviere ihn, wenn das verdoppelt wird. Tja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das nachts auf 2 runtergeht und tagsüber, wenn ich mal Fenster aufmache, was man so typischerweise man tut, und der Sahara-Staub kommt rein, dann dröhnt die Bude los und ich kriege die auch nicht mehr aus. Das heißt, ganz so einfach ist es nicht. Da muss man sich schon ein bisschen überlegen, wann man die tatsächlich an- und ausschaltet.
Dann ist es auch so, wenn man die Skalierung womöglich flexibel machen will zwischen 5 und 12 Volt, da braucht man natürlich ein externes Netzteil noch dazu, da sollte man auch ganz unterschiedliche Steuerungsmethoden benutzen. Und was ja sehr schade ist, die menschlichen Aerosole, die kann dieser Feinstaubsensor leider nicht messen. Das heißt, ich merke nicht, ob es zum Beispiel gerade für die Anwendung, um zu filtern, um eine Covid-Konzentration zu verringern. Das kann ich mit dem nicht merken. Da sollte man unbedingt nochmal einen weiteren Sensor einbauen, der die Luftqualität misst oder CO2 misst und dementsprechend einfach hochschalten. Aber der wird auch nicht runtergehen, wenn das System läuft, weil der ja kein CO2 ausfiltern kann. Trotzdem wäre das eigentlich die sinnvolle Methode, wenn man so etwas in Kombination womöglich in einem Raum benutzen will, wo viele Menschen da sind. Da würden die dann schon irgendwann merken, wenn es immer weiter hochgeht und nicht mehr runtergeht, obwohl die Dinge laufen, dann macht bitte mal das Fenster auf, ansonsten geht der Luftqualitätssensor nicht mehr runter. Gut, ja, da bin ich leider an der Stelle am Ende, weil ich dort noch keine weiteren Ergebnisse liefern kann. Möchte aber in dieser Situation alle, die sich das hier interessiert, dazu motivieren, sich die Sourcen runterzuladen, sich selbst Gedanken zu machen, wie man das Ganze noch verbessern kann. Wie gesagt, ein Punkt, den ich jetzt zu dem Modell schon gemacht habe, den man hier sieht, ist, dass ich diese Schrauben eingebaut habe, dass man zumindest von oben nicht mehr einfach so dieses Luftgitter abschrauben kann. Wie hart hier dieser Luftfilter in dem Adapter sitzt, das lässt sich einfach dadurch steuern, wie stark das verjüngt. Man kann das sehr festmachen. Das ist zum Beispiel jetzt einer, den ich in meinem Arbeitszimmer benutze. Das hier ist ein viel, viel preiswerterer EPA-Filter, nicht HEPA, den ich im Keller benutze und laufen lasse, um halt den Feinstaub, den ich dort habe, wir haben eine Verbrennung dort, im Rahmen zu halten. Und generell ist mir aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dass im Keller die Luft plötzlich viel besser, viel durchsichtiger erscheint. Das ist erstaunlich, was man dort an Staub hat. Ja, Betrieb von Feinstaubfiltern verringert den Staub in der Wohnung. Ein weiteres System, was ich benutze, ist, das, was dort runterfällt, ist Feinstaub, was man da dauernd sieht. Und nicht zuletzt, wenn man in einer Stadt wie in Karlsruhe am Rande einer Autobahn wohnt, kann man auch das, was dort von der Autobahn an Abrieb kommt, auch dadurch reduzieren. Und letztlich hier mein ganz kleiner Filter, den ich mir mal geholt habe, der leistet jetzt sehr gute Dienste mit einem Lüfter, der für sonst nichts zu gebrauchen ist, in meinem 3D-Drucker. Und erstaunlich ist wirklich, wenn ich den jetzt aufmache, dann stinkt da nichts mehr drin. Generell muss man sich überlegen, wenn man solche Feinstaubfilter sich dort holt, will man einen mit Aktivkohle haben, der auch noch Gerüche herausfiltert, oder will man nur die Feinstaubbelastung reduzieren? Ich würde sagen, selbst nochmal da eine Aktivkohlematte reinlegen oder einen mitkaufen, ist immer eine sinnvolle Investition. Gut, das ist alles, was ich heute hier präsentieren wollte. Ich hoffe, es hat einige interessiert und ich bin gespannt für Vorschläge, Fragen und Anregungen. Vielen Dank für den coolen Vortrag. Ich fand das super interessant. Wenn sich Fragen ergeben von euch aus dem Publikum, hebt einfach kurz die Hand. Ich komme mit dem Mikrofon bei euch vorbei und dann könnt ihr die laut und deutlich für alle hörbar stellen. Und sie sind anschließend auch im Stream verfügbar. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Gibt es vernünftige oder einfache Möglichkeiten, wirklich Aerosole zu messen und nicht eben CO2 oder andere irgendwie Proxys? Wie gesagt, ich bin kein Lufthygieniker und kein Raumtechniker. Ich weiß es nichts anderes als die Sensoren, die man hat. Also selbst habe ich mit CO2-Sensoren hantiert, dann mit diesen äquivalenten Luftqualitätssensoren und jetzt zuletzt mit einem tatsächlichen Feinstaubsensor. Da habe ich jetzt den von IKEA dort benutzt. Was anderes kenne ich leider nicht. Tut mir leid, da müsste man jemanden fragen, der sich mit dieser Messtechnik besser auskennt. Dann machen wir kurz die Frage hier gleich und dann komme ich nach hinten. Gleich ein Kommentar zu den Sensoren. Also es gibt von Bosch Sensortech so einen Sensor, der war auch auf dem Campus-Badge mit drauf, der BME 688 inzwischen, der in ein paar Sensoren auch eingebaut ist, kann man in ein paar Produkten kaufen. Also es gibt Einzelsensoren, die tatsächlich Gas sind. Die messen dann fast immer flüchtige Kohlenwasserstoffe, also nicht wirklich Aerosole, sondern sonst alle möglichen Ausdünstungen. Aber das sind alles Äquivalente für erstmal irgendeine Art von schlechte Luft, die man wegfiltern kann. Vielen Dank. Da hinten war noch eine Frage, genau. Wie
wie lange hält so ein Kohlefilter oder in was für Intervallen muss der dann ausgetauscht werden? Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie lange hält sowas? Die haben immer auch schon Angaben, wie lange man die benutzen kann. So Rule of the Thumb, wenn man das halt nur halbtäglich benutzt oder so, kann man die wahrscheinlich ein halbes Jahr betreiben. Wenn die aber im Dauerbetrieb sind, dann sollte man die wahrscheinlich nach 3 Monaten wechseln. Die Frage stellt sich aber eigentlich nicht so sehr. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn man diese Filter hat, wo man von außen drauf gucken kann, dann sieht man das denen an, wann man sie wechseln sollte, weil sie einfach eine dunklere Farbe annehmen. Also das ist jetzt schon einer, der länger im Betrieb ist. Auf der Folie ist tatsächlich ein Sensor, der noch weiß ist. Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Das heißt, den würde man dann langsam wechseln. Ich glaube auch, dass die Geruchsfilter eher ihren Geist aufgeben, weil die auch nicht so dick eingebaut sind. Auch dann, wenn man merkt, okay, Gerüche werden nicht mehr so gefiltert, dann sollte man es tauschen. Aber das ist ein Verbrauchsmittel. Also lieber schneller mal tauschen, sich dann neuen einsetzen. Vom Luftdurchsatz habe ich aber ehrlich gesagt kaum einen Unterschied bei diesen Geräten gemerkt, weil der vergleichsweise noch am unteren Level von dem ist, was die aushalten können. Einfach auch schon deswegen, weil es dann viel, viel effektiver ist. Das hat man gesehen bei dem ganz kleinen Sensor. Wenn ich den an die Grenze von dem bringe, was man da durchbringt, dann wird das ganze System nicht mehr effektiv. Im Kontext von Aerosolen wäre ein Messgerät, um die Luftfeuchtigkeit zu ermitteln, vielleicht da zielführend? Man kann, also erstmal ganz generell, wenn man jetzt hier so einen Multichip einbaut in den Sensor, das ist ja dann gar kein Problem mehr. Wenn ein ESP drin hat, kann ich ja alle möglichen Breakout-Boards da noch mit ran pflanzen. Da kann ich natürlich auch Luftfeuchtigkeit messen, aber die Luftfeuchtigkeit wird, wie auch der Feinstaub, eigentlich von anderen Dingen noch stärker beeinflusst. Das heißt, wahrscheinlich wirkt sich das schon aus, wenn ich viele Personen habe. Ich habe nur eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber das ist nicht unbedingt genau das, was man nachmessen will. Also ich würde einfach schlicht einen Sensor benutzen, der die Luftqualität misst. Die sind ziemlich billig, verglichen mit den echten CO2-Sensoren. Aber man kann auch einen echten CO2-Sensor nehmen. Das funktioniert auch und dann weiß man, wann man hochfahren muss. Und der verglichen mit den Aerosolen, ich muss mal erklären, warum die CO2-Sensoren da gut sind. Man hat festgestellt, dass die Aerosolkonzentration sehr stark korreliert mit der Menge CO2 in der Luft. Deswegen misst man CO2, obwohl CO2 natürlich nicht das ist, was nachher das Ganze trägt. Aber dieser Zusammenhang hilft eigentlich sehr zu wissen, wann sollte man es anschalten. Aber CO2 wird nicht rausgefiltert durch die Geräte. Die würden einfach nur angehen, nicht mehr ausgehen, bis man dann tatsächlich gelüftet hat. Okay, ich hätte noch eine Folgefrage. Hast du Erkenntnisse darüber, ob die Filter Luftfeuchtigkeit überhaupt beeinflussen? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da irgendwas passiert. Also wenn sie Luftfeuchtigkeit aufnehmen, werden sie bei der nächsten Gelegenheit die wieder rausdrücken. Weil ich meine, wenn die nass sind, werden sie sofort wieder trocken. Also ist eine wunderbare Methode, da was draufzulegen. Das wird sehr schnell getrocknet. Aber bitte nicht abdecken, wir wollen ja keine Feuergefahr haben. Nein, die laufen alle auf einer Leistung, wo man was drauflegen kann und das können die tagelang machen, dass es denen völlig egal ist. Vollkommen Underworld-Betrieb. Hier vorne war noch eine Frage. Ah, super, dann komme ich gleich vorbei. Nur so Interesse halber, hast du mal versucht, die Lüfter ohne Filter zu betreiben, wie sich das auf deine Messwerte beeinflusst? Weil wenn man sich die Folie von vorher anguckt mit der Rechnung, die korrigierte Rechnung, eins weiter nach rechts, selbst das ist noch deutlich zu gut für, was das Ding eigentlich filtern kann, weil ich sortiere ja nicht meine Luft vor, dass ich nur Luftfilter, die ich schon, die ich noch nicht gefiltert habe. Und trotzdem sind die Messwerte noch in der Größenordnung. Also da muss ein Effekt da sein, der nicht nur der Filter ist. Also ja, das ist ein Punkt, der mir natürlich Gedanken gemacht hat. Ehrlich gesagt, ich habe es auch versucht. Also die grundsätzliche Idee ist, wenn ich eine Minimierung einer Rate habe und die Luft würde perfekt, selbst wenn sie perfekt verteilt würde oder gerade wenn sie perfekt verteilt würde, habe ich danach nur noch weniger Konzentration, die ich wieder filtere. Das heißt, wenn ich das kontinuierlich betrachte, müsste ich am Ende immer bei weniger rauskommen, als ich tatsächlich habe. Ideal wäre es,
wie es gerade beschrieben wurde, dass ich exakt immer nur die Luft kriege, die noch komplett ungefiltert ist. Ja, dieser Effekt wirkt sich sicherlich aus. Was ich jetzt hier an zu guten Sachen habe, habe ich darauf zurückgeführt, dass ich einfach Messfehler habe. Wie stark dieser Effekt sich jetzt hier auswirken würde, weil ich wirklich die große Verteilung habe, kann ich nicht sagen. Tatsächlich habe ich aber natürlich das Ganze immer nur mit den Ventilatoren betrieben, weil das hier war meine Technik, um meinen Lötdampf tatsächlich zu verteilen. Ich habe meine Lötspitze hingestellt, das heißt, das war mein Gerät, mit dem ich überhaupt erstmal mein ganzes erzeugt habe. Damit habe ich überhaupt dafür gesorgt, dass ich überhaupt nicht nur eine Konzentration an der Stelle habe, wo der Lötdampf hochgeht. Das heißt, das habe ich eigentlich schon gemacht. Wenn ich natürlich sage, ich habe hier 60 Kubikmeter pro Stunde, rechnerisch bin ich eigentlich bei 62 und ich müsste eigentlich nochmal genauer messen. Ich vermute, dass die Teile ein bisschen mehr liefern, als ich jetzt angegeben habe. Die 60 Kubikmeter pro Stunde sind einfach so schöne Zahlen, damit zu rechnen, weil da habe ich genau einen Kubikmeter pro Minute und deswegen habe ich immer damit gerechnet, um halt zu überschlagen. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie scheinbar ein bisschen besser sind. Aber dieser Effekt gilt. Ich kann das Ganze auch nur in diesem Bereich von 60 bis 30 bringen. Sobald ich in den Bereich komme, wo ich weniger zu filtern habe, wird das Ganze immer weiter runtergehen, das ist klar. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Gut, wenn euch später noch welche kommen und ihr Sebastian auf dem Gelände seht, sprecht ihn gerne an. Er wird sicherlich noch mehr zu erzählen haben. Ich werde die Gelegenheit später auch nutzen, vermutlich. Ansonsten bleibt mir nichts weiter, als ihn mit einem herzlichen Applaus zu verabschieden, nochmal für den Vortrag zu danken und euch allen einen schönen dritten Tag auf der GPN zu wünschen.